Willkommen zurück zu No Man's Sky. Tja, ich glaube, letztes Mal wollten wir die restlichen Tafeln aufsuchen. Die Monolithen, die Ruine, die Tafel haben wir anscheinend schon. Und da ist auch noch ein Punkt, den wir uns erst an, weil er näher ist. Verschlaufen können. Huiuiui. Aua. Tut das Not? Ifantili. Habe ich bereits entdeckt. Kann man ein Raumschiff rufen? Das fast benötigt. Schauen wir mal, was uns hier geboten wird. Aua! Ernsthaft? Intensivierer. Verstärkt, um die Zerstörung des Terrans zu beschleunigen. Ach, das war doch gerade plus 2, oder? Mal erstmal den. Gag-Noten. Freund, Käufer-Gag. Das ist alles, was ich verstehe. Der Händler sieht schwach aus, aber irgendwie durchtrieben wird. Okay. Er dreht mir sein Datentablett zu und ich erkenne, dass er ein Multilapsack-Händler ist. Die Preise seiner Technologie-Baupläne treiben mir jedoch die Tränen in die Augen. Er beäugt mich mit einem vorsichtigen Interesse, um zu sehen, ob ich anbeiße. Geforderten Betrag bezahlen. Ach, wir haben's doch. Es sondert einen erstaunlichen Duft ab. Gibt mir einen Bauplan. Ich habe jetzt gehofft, dass er uns eine Waffe gibt oder so, anbietet. Machen wir mal weiter. Wie scheint, blieb ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich das Verschlüsselungsmuster knacken kann, könnte ich vielleicht die Koordinaten extrahieren. Okay, 1, 2, ist verdoppelt. Verdreifacht. 2 verdreifacht ist 6. 6 vervierfacht ist 24. 24 vervierfacht, verfünffacht ist 120. Ich hole mal eben Taschenrechner. Das stimmt. Aber ich glaube schon. 24 mal 5 ist 120. Und wenn 24 verfünffacht wurde, dann muss 120 erst versechsfacht werden. Mal 6 ist 720. So. Notrufkoordinaten lokalisiert.
Notfallsignal entdeckt. Abgestürztes Schiff. Ah, ich glaube, das kann man dann übernehmen. Achso, die Pflanzen habe ich schon geerntet. Ach so. Bleib mal wieder auf. Aua. Aua. Ich will jetzt schon wieder kämpfen müssen. Bietest du mir Asyl? Nicht speichern. Und fliege weiter. Wir können uns zumindest mal anschauen, das Schiff. Je nachdem, was näher ist, Mama. Vier Minuten 14. Da haben wir noch zwei solche Sprachsachen. Ruine. 26 Minuten. 19 Minuten. Dann gehen wir zuerst zu dem Schiff. Mal wieder aufladen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, jetzt. Sieht geil aus. Und dann wird halt das wahrscheinlich weg sein. Das ist halt die andere Frage. Oder kann ich das jederzeit wieder einlösen? Ich schau mal eben. Optionen. Großinhalte einlösen. Eingelöst, habe ich schon. Das ist halt die Frage. Ist das dann weg? Strahlenaufprall Tower. Sieht nicht schlecht aus. Sieht fast aus wie so eine Art Hotrenner von Star Wars. Vergleichen. Erstmal. 17 Plätze, der hat nur einen Platz weniger. Verlassen. Nee, nee.
Also, was haben wir jetzt noch übrig? Ich schau mal eben, was das für grünes Material ist. Wenn wir da hinlaufen, schaue ich 17 Minuten 26. Die Ruine ist am weitesten weg. Also zum Monolith zuerst. Dann müssen wir uns noch mal leer machen, oder? Ich meine, erstmal aufladen. Die Perlen können wir mal übertragen. Wie haben wir denn? Ach, da geht noch was. Sick, machen wir voll. Ach schon. Da geht immer noch was. Noch 35. Noch 21. Noch 5. Jetzt haben wir genau ein Stick und eins. Im Moment brauchen wir ja nicht so viele Materialien. Wir können ja kaum was upgraden. Das Schlupf. Das müsste ich mich erinnern können, als was diese Basis
klassifiziert war. War das ein Unterschlupf? Oder? Da ist er. Oder ist doch die, oder? Xs Markkammer, genau. Kann man irgendwie einen Wegpunkt setzen? Kann man auch rückwärts fliegen? Kann man nicht. So weit ist es dann doch nicht weg. Das finden wir schon wieder. Was haben wir da für eine Gestalt? Das würde mich jetzt doch interessieren. Nochmal ein Flugzeug. Wer hätte es gedacht, das Inventar ist voll. Schildsplitter. Da auch nicht. Ernsthaft? Mit dem Schirm übertragen, aber nicht. Eisen konnten wir loswerden. Ein Gra-Gra. Ha. Beschleunigt das Feuer an. Ich fliege jetzt mal zu dem Monolith da. Den Unterschlupf kennen wir schon. Der ist ausgegraut. Schade, dass es nicht sowas gibt wie Himmelsrichtungsanzeiger. Genau gelandet. Isotop. Ah, das ist schon mal nützlich. Strahlung. Interstellar. Ein guter gleichnamiger Film übrigens. Dann laden wir mal das Raumschiff nochmal auf. Das Gra-Gra drüber. Wieso? Eisentitan. Könnt ihr nur übertragen. Haben wir aber nicht. So. Ethik Musi, Orientierungspunkt.
Ich höre ein tiefes Rumpeln, das sich nach und nach zu einem uralten Schrei aufbaut. Sein Geräusch habe ich noch nie zuvor gehört. Während es für diese außerirdische Landschaft eine besondere Stille ist, spielt sich in meinem Helm eine albtraumhafte Kakophonie des Schmerzens und des Todes ab. Allerdings kann ich in den Schreien auch ein paar Worte verstehen. Ah. Schuftergeck, erster Gebrüteter. Ich würde mal weggehen. Okay. Dein Ansehen hat sich verbessert. Also war es doch richtig. War es doch richtig. Ansonsten haben wir alle Steine, oder? Dann suchen wir mal das Fragezeichen auf. Ihr seht schon, das ist jetzt eine Reise mit vielen, vielen Haltepunkten. Sechs, fünf, vier, drei. Nie zu. Schon wieder. Okay. Schau mal weiter. Longboardlern. Schmerzhaft. Strahlkühlmittelsystem. Verringert die Zeit zwischen Abklingzeiten des Backbuschers weiter. Wir bräuchten mal wieder eine Verkaufsstelle. So allmählich. Wir haben einen Haufen Schund loszuwerden. Da hätten wir wieder so ein Ding. Dazu brauchen wir aber Eisen. Ich glaube, das kann man wegschmeißen. Das ist eine immer Regler. Eisen. Brauchen wir ein Eisen? Das könnte Eisen sein. Auch nicht. Wo ist das Eisen, wenn man es braucht? Iridium. Mal in die Richtung gehen. Echt ein karger Planet hier. Ich glaube, ich habe im Raumschiff noch Eisen, oder? Oh. Hätte ich auch gleich nachschauen können, gell? Ich habe wahrscheinlich schon wieder den Monitor angeflucht. Schau doch im Schiff!
die, die sich fragen, warum ich Eisen brauche, ich will den Strahl wieder ein neues, ja, einen neuen Monolith entdecken lassen. Ernsthaft? Das könnten wir wegschmeißen. Schmeißen wir mal so eine Splitter weg, ey. Wir wollen einen neuen Monolith. Ich würde jetzt eigentlich voll auf Sprache gehen, weil nur wenn man die Sprache von denen kennt, dann kann man diese Rätsel besser lösen. Und sein Ansehen mehr und mehr steigern. Gag-Amulett. Jetzt wird es echt wieder Zeit, dass wir ein Ding finden. Ich speichere nochmal. Und es wird Zeit, dass wir die Folge wieder beenden. Also, hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Bitte vergesst den Daumen nicht. Und ja, euer Nexus. Ciao.